good. Was geht ab, Freunde? Sascha von SkiGamingTVs Video und herzlich willkommen zu einer neuen Squad-Bilder von mir. Und dieses Squad-Bilder, was ich euch gleich vorstelle, spielen wir in der 4-3-3-Formation, nämlich die zweite 4-3-3-Formation. Es gibt ja insgesamt 5 4-3-3-Formationen, also eine ganze Menge. Wir spielen die mit 2 ZMs und 1 ZDM. Unser Trainer ist ein Italiener, Conte. War, glaube ich, mal ein Juventus-Trainer, aber bin ich mir auch nicht allzu sicher. Aber jedenfalls ein Italiener. Und wir beginnen gleich mal im Tor mit einem von Manchester United, der Keeper, nämlich De Gea oder De Gea. Wie man ihn auch aussprechen will, keine Ahnung, wie man ihn richtig ausspricht, aber das war... Eins von den beiden war so ungefähr richtig. Ja, 1,93 cm groß, was ziemlich gut ist. Was ich gerade sehe, hat sogar schon eine Torvorlage bei mir gemacht. Keine Ahnung, wie er das hinbekommen hat. 87 Hechten, 88 Reflexe, 86 Abschlag sind seine besten Werte. 75 Ballsicherheit geht so im Positionsspiel. Ja, das sind Durchschnittswerte, aber es ist okay. 6000 Münzen hat er mir gekostet. Also das geht schon in Ordnung und hat eigentlich auch einen sehr guten Job gemacht, außer vielleicht beim Eckball, da war einiges oder einmal oder zweimal sogar unsicher, aber sonst Reflexe und Hechten ist echt sehr stark. Linksverteidiger ist der Linksverteidiger namens Gael Clichy von Manchester City. Im Moment der beste Linksverteidiger, den ich in FIFA 15 bisher gespielt habe. Ich habe aber noch nicht David Alaba getestet. Das werde ich aber auch bald mal tun, weil das einer meiner Lieblingsspieler ist, weil er richtig cool ist. Aber zurück zu Clichy, 85 Tempo, 80 Defense, 78 Dribbling, 70 Passen sind sehr gute Werte, 68 Physis geht auch noch in Ordnung, 7400 Münzen, also nicht ganz günstig, aber schon, ja, das geht eigentlich in Ordnung für ihn, ist ein sehr guter Linksverteidiger, also den kann ich euch echt empfehlen. Linker Innenverteidiger ist, wo ist er denn, da, Mangala. Er ist ja für 30 oder für 40 Millionen von Porto zu Manchester City gewechselt. Ist er nicht so gut im Moment, so im Kader war er im letzten Spiel, glaube ich, auch nicht. Oder vorletztes Spiel, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ich verfolge die englische Liga nicht so doll wie die Bundesliga. Mangala 76 Tempo, 79 Defense, 85 Physis, also echt ein sehr starker Innenverteidiger. Kostete nur 5600 Münzen, also den könnte ich ruhig mal holen. 4 Sterne, Schwerfuß, Linksfuß, 1,87 groß. Sehr starker Innenverteidiger. Rechter Innenverteidiger ist von Tottenham, von den Spurs. Jan Vertonghen. Oder Vertonghen, oder ich will noch mal aussprechen will, die ganzen Akzente da. 72 Tempo, also auch schnell, 82 Tempo, 82 Defense, 81 Physis, 74 Passen, 69 Dribbling ist auch gut und 67 Schuss ist für einen Innenverteidiger auch gut, meiner Meinung nach. Weil manche Innenverteidiger, Mangala hat zum Beispiel nur 40 Schuss. Ja, 4700 Münzen hat er gekostet. Und mit ihm bin ich genauso zufrieden wie Mangala. Also die Innenverteidigung ist im Moment ja echt stark. Rechtsverteidiger ist wie ebenfalls von Tottenham, nämlich Kyle Walker. 91 Tempo, das spricht schon für sich. Also zwei sehr schnelle Außenverteidiger. 80 Physis ist auch noch sehr stark und die anderen Werte sind auch sehr gut. Hat allerdings auch 9300 Münzen. Kostet für einen Rechtsverteidiger ist das vielleicht ein bisschen viel, aber er macht seinen Job sehr, sehr stark. Und ich muss euch sagen, das ist bisher die beste Viererkette, die ich bisher gespielt habe. Und die ist einfach nur richtig, richtig stark. Gegen, ja, Cuadrado, Ibarbo, Emenike und so. Da kommt sie auch schon gegen an, weil Walker und Clichy halt sehr schnell ist. Und die Innenverteidiger für Innenverteidiger halt sind auch sehr schnell. Mangala 76 Tempo und Vertonghen 72 Tempo. Also die müsst ihr euch unbedingt mal holen. De Gea ist auch noch gut. Da könnt ihr vielleicht noch Tschech, Lori oder Courtois, also Courtois, den habe ich gerade eben gespielt, einfach nur Bomben-Torwart, aber kostet glaube ich auch 100.000 Münzen. Also die Verteidigung müsst ihr euch echt mal holen, die ist echt saustark. Und dann gehen wir rein ins Mittelfeld, das sind 3 Spieler von Galatasaray Istanbul, glaube ich. Zu einem ist das Philippe Melo, sehr starke Around-Werte, 80 Defense und 86 Füße sind seine besten Werte auf der Karte. 950 Münzen hat er nur gekostet. 1,83 gut, ist auch gut für ein ZDM, reicht völlig aus, mittelhoch, also ist auch sehr viel hinten, sehr starker ZDM. Andere ZDM ist der einzige Silberspieler in unserer Mannschaft, nämlich, ja, der
Kommentator spricht ihn immer gut aus. Kurtulus oder irgendwie so. Sorry, wenn ich ihn jetzt falsch ausgesprochen habe. Vier Stunden schwacher Fuß, 1,75, vielleicht ein bisschen klein. Aber schaut euch diese Werte an. Für einen Silberspieler sind sie einfach nur richtig, richtig gut. Also der, mit dem bin ich eigentlich auch zufrieden. ZM hat zwar noch kein Tor geschossen in 5 Spielen, aber jedenfalls, also eine Vorlage hat er gemacht. Ist auch sehr viel hinten. Und der andere ZM ist eher weiter vorne zu finden, nämlich Inan. Selçuk Inan, 5 Spiele, ein Tor, eine Vorlage. Also mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Also ich sag, glaube ich, schon sehr oft zufrieden. Also das ist einfach nur ein Team, wo ich mit allen Spielern zufrieden bin. Wo alle Spieler sehr gut sind, würde ich mal sagen. Kostet auch nicht so viel, ich weiß gar nicht mehr den Preis, 50.000. Aber auch nur wegen der Verteidigung, weil die anderen Spieler echt nicht viel wert sind, aber trotzdem sehr gut. Er hat auch sehr gute Around-Werte, hat aber nur 64 Defense, aber soll auch mehr nach vorne machen, wie man an seinen Stats sehen kann. Eher der Spielmacher in unserem Team. Und dann gehen wir rein in den Angriff. Rechter Flügel ist Florian Taiwan, keine Ahnung, wie man aussteht, die ganzen Franzosen da. Also Florian, den kann ich aussprechen, ist ein deutscher Name, also er wird wahrscheinlich auch anders im Französischen ausgesprochen. Auch sehr gute Werte für einen Angreifer. 83 Tempo, 79 Dribbling, 72 Schuss, 74 passen. Linksfuß kann auch schön nach innen ziehen und hat auch noch die 4-sterne Spezialbewegung. Kostete allerdings 2500 Münzen, weil er halt ein rechter Flügel ist. Linker Flügel ist ebenfalls ein Linksfuß. Ja, genau, Cristiano Ronaldo. Nein, hat Spaß. Nämlich Alessandrini von Marseille. Ja, 4-Sterne schwacher Fuß, 4-Sterne Spezialbewegung, ist leider auch Längsfuß, deswegen kann er nicht so gut nach innen ziehen, aber er hat dafür 4-Sterne schwacher Fuß, was auch sehr gut ist. 2000 Münzen ist auch nicht so viel und hat eigentlich auch sehr gute Werte, zum Beispiel 91 Tempo ist sein bester Wert auf der Karte. Ja, 4-Sterne Spezialbewegung habe ich schon gesagt und dann kommen wir zum letzten Spieler dieser Mannschaft, das ist ein Stürmer, nämlich Luca Toni, nein, Lacazette ist das nämlich. 87 Tempo, 83 Dribbling, 77 Schuss, 72 physisch, sehr schnell unterwegs, sind fast alle Angreifer da. Auch 4 Sterne Spezialbewegung, also hat alle vorne da 4 Sterne Skills, was auch sehr gut ist, was ich auch sehr gerne mag. 3 Tore in 5 Spielen geht auch völlig in Ordnung. Ja, 1400 Mütze hat er mit Hawk sogar nur gekostet. Und das Team, wenn ich das so durchrechne, ja, ich glaube 50.000, aber auch nur wegen der Verteidigung hier. Die anderen Spieler sind nicht viel wert. 100 Chemie kommt das natürlich wegen dem Manager, sonst nur 99. Nur 99, 100 Chemie mit dem Manager, wie gesagt. Und ja, das Positive an dieser Mannschaft ist einfach, dass sie vorne sehr schnell ist. Das Mittelfeld ist kompakt, ist hinten und vorne, also sehr starke Spieler. Und die Verteidigung ist einfach nur richtig, richtig stark. Man kann sie zwar noch aufbauen mit einem besseren Torwart, mit Courtois, dann ist sie überragend. Und vielleicht stand Mangala Company, Vincent Company, aber der kostet auch viel. Deswegen habe ich Mangala genommen, weil ich halt auch ein günstiges Team haben will. Das kostet nur 50.000 Münzen. Und ja, das war es auch schon von diesen Squad-Builder. Ich würde mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Das letzte Squad-Builder oder das erste Squad-Builder, sorry, das erste Squad-Builder für FIFA 15 hat schon über 2500 Klicks und über 25 Likes. Das ist einfach nur hammergeil. Und wenn wir die Likes halt wieder schaffen, dann ist das einfach nur richtig krass. Aber ich würde mich natürlich so über 10 Likes schon echt mega freuen. Also, lasst einen Daumen nach oben da, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao! I'm so in love with you.